Es war die beste Zahl überhaupt und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Gemeint sind die US-Arbeitsmarktdaten, die 223.000 neue Stellen, das ist das eine, aber dann eben auch der Ausgang der Wahlen in UK, der für die Finanzmärkte, die ja tendenziell politisch konservativ sind, hervorragend war, zumal eben hier eine Mehrheit jetzt klar ist für Cameron, sodass es eben keine schwierigen Koalitionsverhandlungen gibt. Schauen wir uns mal an, was heute wichtig war, was heute auf der Agenda stand. Das startet zunächst mal mit wieder sehr, sehr schwachen Daten aus China. Die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat mit einem Rückgang von 6,4%. Hier war eigentlich ein Anstieg von 2,4% erwartet, aber noch übler hat es die Importe erwischt. Minus 16,2% statt einem prognostizierten Rückgang von 12%. Das war schon ziemlich schlecht. Die Märkte in China haben erstmal positiv reagiert. Das bedeutet für sie dann Stimulusmaßnahmen. Die Notenbank muss etwas tun. Aber heute Vormittag, da waren die Märkte im Bereich der Mitte schon längst geschlossen. Da hat die People's Bank of China einem großen Stimulus eine klare Absage erteilt, hat gesagt, okay, wir werden so einzelne Maßnahmen machen, aber eben nicht das ganz große Paket. Und das könnte dann am Montag im asiatischen Handel, im chinesischen Handel ein böses Erwachen geben. Wir haben neue Irritationen in Sachen Varoufakis, der hat ein 36-seitiges Papier vorgelegt, er hat ja verschiedene Kollegen besucht, eben auch Finanzminister in Italien, in Frankreich etc. Dieses Papier eben auch weitergeleitet an die Euro-Gruppe und hier hat man nur den Kopf geschüttelt, hat gesagt, das hat so überhaupt nichts zu tun mit dem Stand der Verhandlungen. Das sei etwas völlig anderes, damit könne man nicht arbeiten, da gibt es wirklich Kopfschütteln. Einer hat gesagt, ja, Varoufakis tut so, als würde er praktisch Griechenland als Tourismusziel anpreisen wollen. Das hat aber nichts mit der dramatischen Lage zu tun, das nur wieder mal eine neue interessante Spitze. Gestern hatten wir Varoufakis gelobt für seine Idee, einerseits eine Förderbank, andererseits eine Bad Bank vorzuschlagen als Alternative endlich mal, um von dieser letzten Rettungstranche endlich mal wegzukommen und positive Perspektiven zu entwerfen. Ja, dieser Ausgang der Wahlen in UK, der war das bestmögliche Szenario heute für die Finanzmärkte. Nicht nur, dass UKIP praktisch nicht vorkommt im Parlament und damit ein Brexit praktisch erstmal in weitere Ferne gerückt ist, auch wenn Cameron innerhalb der nächsten zwei Jahre jetzt eben dieses Referendum abhalten muss, soll Großbritannien austreten aus der EU, ja oder nein, aber derzeit die Meinungsumfragen sind nicht wirklich klar, es zeichnet sich da keine Mehrheit ab für die Austrittsbefürworter, aber dieses Referendum wird kommen, jedenfalls hat das die Märkte erstmal schwer beruhigt, dass hier klare Verhältnisse herrschen, dass keine Unsicherheit da ist, das ist das bestmögliche Szenario, insbesondere für die Londoner City, also für die Akteure an den Finanzmärkten in London, die ja politisch konservativ sind, einerseits wirtschaftsliberal sind, andererseits aber gleichzeitig in der EU bleiben wollen, denn das fördert durchaus die Geschäfte. Wir haben dann eben diese US-Arbeitsmarktdaten gehabt, 223.000 neue Stellen, okay, es waren 228.000 erwartet, aber das ist nicht wirklich ein Beinbruch. Okay, die Vormonatszahlen wurden nach unten korrigiert von 126.000, die ohnehin schon schlecht waren, nochmal auf 85.000, aber das ist eben die Vergangenheit. Immerhin wieder eine Zahl über 200.000 deutlich. Wir haben dann auch die Arbeitslosenquote, wie prognostiziert, bei 5,4%, die Participation Rate bei 82,8%, also die Rate derjenigen, die überhaupt noch Arbeit suchen, auch wenn es hier einen ganz leichten Anstieg gab, der aber sich in den Prozentzahlen noch nicht niedergeschlagen hat. Und was auch für die Aktienmärkte sehr gut war, wir haben nur einen ganz leichten Anstieg der Stundenlöhne gehabt, also null Inflationsdruck. Das war für den Dollar nicht so gut, aber für die Aktienmärkte eben gut, denn das bedeutet, die Fed ist nicht unter Druck, die Zinsen anzuheben. All diese Informationen, die finden Sie bei finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir mal rein in die Charts und gucken, bevor ich Sie dann ins Wochenende lasse, was sich hier abspielt, was sich hier tut. Da starten wir mit dem DAX, der aktuell bei 11.671 Punkten handelt. Es geht praktisch nur nach oben, mal ein kleiner Rücksetzer, aber wie gesagt, das war eine Goldilocks-Combination, wie man in den USA sagt, also eine perfekte Situation. Die Arbeitsmarktdaten waren genau richtig, nicht zu gut, um Zinsängste zu schüren, nicht zu schlecht, um Konjunkturängste zu schüren und dann eben noch die Wahlen in UK, das hat gepasst. Nächster Widerstand im Bereich 11.750 Punkte. Was machen unsere Freunde aus den USA? Die sind auch gut drauf, 18.100
und 83, klar, das ist jetzt schon ein großer Schluck aus der Pulle, den man hier genommen hat. Kann sein, dass wir da im späteren Handel nochmal ein bisschen auskonsolidieren. Was macht der Euro-Dollar? Der steht bei 1,1215. Wir sind zunächst mal nach oben gelaufen in Reaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten, aber dann ging es nach unten. Jetzt sucht der Euro so ein bisschen eine Richtung. Wir gehen davon aus, dass wir eher jetzt nach unten gehen werden. Solange hier diese Zone um 1,1290 nicht nachhaltig überwunden ist, wenn wir hier unter die 1,1175, 1,1180 tauchen, dann wird es ungemütlich. Schauen wir uns mal das britische Pfund an. Hier natürlich eine Steilvorlage, der Anstieg über die 1,55, dann ging es doch etwas deutlicher wieder zurück, aber jetzt könnte sich der britische Pfund wieder etwas erholen, könnte auch in den nächsten Tagen erstmal auf jeden Fall sich solide entwickeln. Was macht der Goldpreis? Da tut sich mal wieder wenig. Wir sind kurz mal über die 1190er Marke gestiegen, aber das hält nicht lange an. Jetzt pendeln wir uns wieder ein bei 1185. Interessant derzeit die Entwicklung beim amerikanischen Crude Oil. Hier die Unterstützung bei $58.40 im amerikanischen WTI. Nachher kommen die Rig Counts, die Zahl aktiver Bohrlöcher. Und da könnte es sein, dass sogar wieder neue Bohrlöcher aktiviert wurden, denn der Preis ist gestiegen und das könnte viele wieder veranlasst haben zu sagen, okay, wir fangen jetzt wieder an. Und das hängt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über dem Ölpreis heute 19 Uhr die Zahlen. Schauen wir uns mal die deutsche Bundesanleihe an nach dem Abverkauf gestern Vormittag. Die Erholung setzt sich fort, moderat 154,56 der Bund Future und abschließend die BMW heute Tagesgewinner im DAX. Gab nur einen Wert mit E.ON, der nicht hinzulegen konnte. Gestern einer der Tagesloser zwischenzeitlich, jetzt einer der stärkste Wert. Das ist derzeit typisch, was beim DAX, was an den Finanzmärkten insgesamt passiert. Das Chartbild beim DAX hat sich deutlich aufgehellt. Wir gehen davon aus, dass die Party wohl noch nicht beendet ist, dass die Sache hier noch weitergeht. Der Euro dürfte schwächer gehen, der DAX dürfte stärker gehen. Also das alte Muster jetzt wieder fällig werden. Ich wünsche jetzt aber endlich ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bis dann. Ciao.